Herzlich willkommen, Freunde, zu einer kleinen Runde in Mario Kart 8. Und wir haben hier einen komplett deutschen Raum. Vor mir da, wie ihr seht, IV Sanji. Sanji war in Mario Kart Wii, ja, was Clansinn angeht, ein extrem starker Fahrer, muss man sagen. Also, da kann man nicht, es ist nicht gerade gut Kirschen essen, wenn man gegen ihn fahren musste. Sehr gute Lines. Sehr gutes Gameplay auch von ihm. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung gehabt. Ob das jetzt hier sich noch durch... Oh Mann ey, Morten, ich hasse dich. Tut mir leid. Ich finde immer noch, die Koopa-Kinder sind das Überflüssigste, was die hier hätten, hier haben eingebaut. Die gehören einfach nicht hierher. Das ist einfach, die haben hier mal einen Auftritt gehabt, aber dafür schmeißen sie meinen Bowser Jr. raus. Ey, das gibt's nicht. Das ist so, so arschig unfair. Ja, viel Spaß. Da müsste eigentlich, wollte ich die Münzen haben. Kostet nur Zeit. So. Ich habe hier keine Münzen und kein Item, mit dem ich aufholen kann. Na super. Komm, weg damit. Ich will den natürlich da vorne kriegen. Ja, damit kann ich aufholen, aber dafür müsste ich auch diesen Sprung da meistern. So. Erstmal das hier und dann nochmal hier. Ich vergesse immer eine Sache zu machen. Das muss ich mir jetzt erstmal angewöhnen. Wow. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Das ist noch ungewohnt für mich. Aber durch das Hüpfen soll sich angeblich dieser Turbo, den man hat, verstärken. Den man da bekommt. Ich kann diesen noch nicht so ganz trauen, aber gut. Wenn die diesen Time Trial zum Beispiel benutzen, muss ja irgendwo doch was dran sein. Kann ja nicht sein, dass es einfach nur so gemacht wird. Oder auch machen sie es wegen der Langeweile. Nee, ich denke schon. Also da schon irgendwas dahinter steckt. So, der Raum hat sich noch ein bisschen gefüllt. Ein paar Leute aus den anderen EU-Ländern hier, ja, aus Europa und so, Australien, ja, haben wir ja als neues EU-Land hier so rekrutiert, wisst ihr ja alle. Okay. So, Sanji, Leinchen. Du bist zwar im selben Clan wie ich, aber trotzdem. Keine Gnade. Naja, ich fahre ja eh ohne Tag. Ich muss auch sagen, nebenbei, ich bin bei meinem Clan bisher noch nicht für die Mario Kart 8 Squad gefahren. Deswegen zähle ich mich jetzt bisher noch nicht als hoppala. Als Mario Kart 8 aktiver oder what the f, ja, okay, danke Drecksack. Das ist das einzige, was ich hier im Hintergrund hasse. Man hat dann so durchgenudelt, dass dann so einer wie jetzt der Sanji, der ist, wie gesagt, der ist ein Topfahrer, zumindest was Mario Kart Wii angeht. Ich schätze mal, auch hier hat er jetzt schon einiges rausgerissen. Den kriegt man dann jetzt so schnell, weil er wirklich dann erst ein TTler, so nenne ich die immer. Boah, Mann ey. Der ist ziemlich gut in Zeitfahren, das will ich damit andeuten. Und das merkt man dann auch, wenn erstes Mal, man kriegt ihn vorne dann nicht mehr. So, okay. Was wollte ich nochmal sagen, genau, wegen meinem, ja, es ist Squad und bla bla. Da ich jetzt noch nicht Mario Kart 8 irgendeinen CW mitgefahren bin, sehe ich mich jetzt noch nicht als Mitzugehöriger zur MK8 Squad. Auch wenn ich da vielleicht schon irgendwo vermerkt bin. Alter, das gibt mir einfach nicht das Gefühl, ich muss erst wirklich mal ein bisschen CW-Erfahrung gesammelt haben hier in dem Spiel, da ich dann sage, okay, jetzt fühle ich mich dazu, dass ich dann wirklich auch zu diesem Squad und alles gehöre. Oh Mann. So. Oh.
versuche hier gerade irgendwie dieses Hüpfen also mal ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Da wird eher nichts. Oh, das Rad, das driftet irgendwie so weit außen weg hier mit Rosalina. Liegt das nur an ihr oder habe ich da so ein ganz komisches Gefühl? Also ich habe echt das Gefühl, dass ich mit diesem Rad oder mit dieser Kombination mit dem Hinterrad so weit ausrutsche, nach hinten, also zur Seite ausschere. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Na, hier auf einmal jetzt nicht so. Okay, es ist ja auch eine Schneestrecke gewesen, aber trotzdem. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass es nicht so war. Zumindest jetzt, wo ich mit Bowser gefahren bin, beziehungsweise Wario, war das eher nicht so das Gefühl. Vielleicht ist es auch wirklich nur hier. Ich muss mal gucken. Vielleicht wechsle ich da mal demnächst nach dieser Folge mal eben. Achso, ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Boah. Papa. Ja. Klar. Papa. Oh, komm schon. Ja, Äffchen. Papa. Papa. So. Oh, der hat einen Stern. Aber wie man schon weiß, ist der Stern hier relativ schwach. Weil, wie ihr seht, der kann überhaupt nicht vorfahren. Der Stern hat null Effektivität hier so wirklich. Oh, Mann. Ich auch. Wie man hier gerade sieht. Keine Effektivität, Hauptsache man fällt gegen Wände. So. Ein paar Münzchen, Dankeschön. Ja, genau, lasst ihr alles rausblitzen. Warum wird man hier eigentlich nicht von einem Blitztreffer klein, hä? Nur in dem anderen. Bitteschön. So. Dann kann man sechster Platz und ich fühle mich so lahm. Ich glaube, ich nehme Bumsi wieder danach, ey. Das kann ja nicht angehen. Hoppa, hoppa. So, schön anmachen. Und Goldpilz in Kombination. So. Wir brauchen ihn eh nicht einsetzen. Jetzt kann ich ihn wieder einsetzen von mir aus. Aber nützt mir nicht viel. Yay, Ray. Wenn du das so weitermachst. Nein. Schaffst du es auf jeden Fall in die Top 4, was weiß ich. So. Nämlich nicht. Boah. Das hast du sehr gut gemacht, Ray. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Oder auch nicht. Definitiv nicht. Ich brauche meinen. Ich mache noch ein Rennen und dann mache ich mit Bowser wieder. So, okay, der Raum wird wieder kleiner. Okay, um die Uhrzeit, wo ich fahre. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich schaue mal gerade. 4.19 Uhr am Morgen. Ja. Ist klar, dass da nicht so viele fahren. So, los geht's. Wow. Nun gut, dann bringen wir es jetzt noch hinter uns hier. Ich will dann Bowser nehmen in der nächsten Aufnahme hier. Ist das, was ich eher gewohnt bin, Bowser und Retro-Reifen. Ich weiß nicht, ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so schnell bin, dass ich irgendwie wegrutsche. Da will ich doch lieber meine Standardkombination wieder zurück haben. Mein gewohnte. Hier, Sanji, friss. Ja, ist klar. Ah. Der Stern reicht eh nicht. Sag ich ja, der Stern ist viel zu schwach in dem Spiel. Hoppa. Achso, ich treffe keinen. Ich wollte den nicht nach vorne werfen. Ja. Hoppa. So, wo ist denn der Morten hin?
Arr, nein! Hier geblieben. Sollte eigentlich nicht ihn treffen. Na, egal. Appa. Ah, den kriegen wir noch. Wow. Ja, ja, fahr du nur, bitteschön. Ach so, da war noch einer mit Stern. Noch einer mit Stern. Ihr wollt mich schon verarschen. Okay, Stern ist wie gesagt so ein läppisches Item. Kann jeder kriegen. Problemlos. Oh. Badabum. So ungefähr, hä? Papa. Oh, angesenkt. Nein, Bowser. Nicht den feigen Punch. Oh. Also so gut, bin ich so gut die ganze Zeit gefahren, dann mache ich so ein bisschen Scheiß und dann... Das ist alles für den Arsch. Naja. Möglichkeit zum Aufholen, Hammer. Nee, es reicht nicht. Definitiv nicht. Tut mir leid, Rosalina. Aber jetzt muss ich jemand anders zur Verstärkung holen.